Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Webindoo. Ja, das wird das erste Virus Programming Tutorial quasi sein. Vorher der Disclaimer, das ist nur ein Lehrvideo, ich übernehme keine Haftung für Schäden. Und ja, man darf das eigentlich nicht an anderen Computern einsetzen. Am eigenen darf man es einsetzen, man darf es auch programmieren. Ja, oder man darf es auch einsetzen, wenn man die Einverständnis von dem Computerbesitzer hat, von dem anderen. Ja, genau, gut, dann fangen wir gleich an. Und zwar heute soll es was geben, so eine kleine Datei, so eine 1-Kilobyte-Datei, die einfach zum Beispiel CMD ganz, ganz, ganz oft aufruft, ja. Machen wir eine neue Datei, Textdokument. Das benennen wir dann um und dann schreiben wir erstmal virus.battle. Trotzdem ändern, ja. So. Stapelverarbeitungsdatei für das CMD müsste da jetzt stehen. Dann fangen wir gleich an, dann schreiben wir erstmal add echo off. Ich hoffe, man kann es so weit lesen. Das heißt, wir bekommen da keine Rückmeldungen mehr, auch wenn es irgendwelche Fehler gibt. Dann setzen wir eine Sprungmarke, und zwar Doppelpunkt A. Ich nehme jetzt mal ein großes A. Und dann geben wir Start. Ich mache mal ein Ausrufezeichen, in Anführungszeichen. Ups, wie das jetzt? Denn wenn ich jetzt ein Programm habe, wo dann drinnen steht C Programme bla 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 mit diesen Leerzeichen und ich mache hier keine Ausrufezeichen hin, dann sagt er, ich kann in dem bla nichts finden. Ich kann in dem bla die Datei bla nicht finden. Aber wir machen jetzt mal nur cmd. cmd.exe. Ja, dann setzen wir ein Go-To und dann springen wir wieder zur Sprungmarke A. So, jetzt haben wir eine 1-Kilobyte-Datei, wie ich versprochen habe. Wir machen jetzt aber gleich noch vorher eine andere Datei. Da wird die Antivirus heißen. Da werden wir jetzt immer versuchen, so eine Antivirus zu schreiben. Nur mal zu sehen, wie das Ganze hier funktioniert, ist das ja auch gemacht. Nur dafür, dass man quasi mal einen Einblick bekommt, wie einfach das ist, so eine wirklich teilweise tief verheerend sein kann, diese Datei. Und wie dann die Antivirenhersteller darauf reagieren. Das ist ja nur ein Beispiel. Das wird dann nämlich in so eine Sicherheitsdatei quasi reingepackt, wo diese ganzen Regeln und so drinnen stehen. Und dann wird das einfach automatisiert gemacht. Ja, dann machen wir einfach einen TS-Kill. Das heißt Task-Kill. Ausrufezeichen, Anführungszeichen, CMD. So. Das heißt, wir killen jetzt alle Prozesse, die CMD heißen, ja. So, speichern wir. Jetzt haben wir zweimal eine 1-Kilobyte-Datei. Und diese, wenn ich jetzt mal kurz laufen lasse, ein bisschen. Dann wird die kann echt hart sein. Ja, klar. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. So, genau, jetzt sehen wir hier, ganz oft kommt die. Einfach ganz schwer wegklicken, hier irgendwie so. Ja, so, deswegen haben wir unsere Antivirus-Bett geschrieben. Ausführen. Sind schon bei 30 Stück. So. Antivirus.bett, zack, alle weg. Gut, ich zeige nochmal kurz den Code. Das heißt, hier setzen wir einfach die Sprungmarke und öffnen immer nur CMDs. Ja, und unsere Antivirus-Datei macht einfach das Gegenteil. Sie beendet alle CMDs. Das können wir jetzt ganz fies machen. So, dafür öffne ich jetzt erstmal in Firefox, weil sonst dauert es ja ewig lang. Also, wenn man große Programme öffnet, ist es echt voll, dass es echt hat. Firefox. Firefox.exe. Und ich werde jetzt trotzdem dieses TS-Kill CMD drinnen lassen, weil ja in unsere CMD-Datei das hier steuert und startet.
So, dann gehen wir mal ein TSKill Firefox. Ich hoffe mal, so ist richtig. Und kein Extra. So, dann öffnen wir schnell die Virus.bat. Habe ich sie schon geöffnet? Schon mal. Oh ja, ich habe sie geöffnet. Jetzt muss ganz auf der Firefox kommen. Ja, kommt aber nicht. Egal, haben wir nochmal schnell die Antivirus rein. Es wird natürlich unser Firefox hier auch gekillt, ne? Ist schon klar. Ja, es sollte gekillt werden. Firefox, wieso kann ich nicht den Firefox starten? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt sind die öffnen. Start. Firefox. Ja, wieso macht er den dann nicht mit dem Programm auf? Aber nicht wegen dem Exe, oder? Nee, ne. Ach, das ist dämlich. Der startet jetzt ein Fenster, wo Firefox drinnen steht. Ach du guter Gott, naja. Okay, dann eben ohne Anführungszeichen. Gut, dann haben wir jetzt den Virus. Jetzt müssen wir noch den Antivirus coden. Gut, passt. Ja, okay, gut. Fangen wir mal mit dem Virus schnell an. Der Virus dürfte jetzt echt groß werden. Weil jetzt viele Firefox aufgemacht werden. Ja, ach so gut, aber nein. Nicht gut. Nein. Antivirus starten. Gestoppt. Gestoppt das Programm. Aber Firefox wird immer am. War schon 32 Firefox offen. Puh. So viel habe ich auch noch nicht. Ich kann mal nebeneinander machen. Ja, das ist cool. Ich glaube, dann komme ich jetzt ins Guinness-Buch der Rekorde. Nein, Spaß. Nebeneinander rückgängig machen. Gruppe minimieren. Ui. Aber ich will jetzt, dass der mir das macht. Verarbeiten. TSKill. Hä, mit was stehen denn die dann da drinnen? Firefox.exe. Firefox.exe. Check ich jetzt nicht ganz. Das ist der Prozessname. Aufrufen. Programm, jetzt müsste ja eigentlich Firefox killen, ne? Hä? Ja, okay, wieso macht er das jetzt nicht? Nicht wegen den Anführungszeichen, oder? Das darf jetzt nicht wahr sein. Aufführen. Oh, Testmessen, ja, da ist ja doch der Firefox. Ja, wenn ich jetzt Prozessstruktur beenden mache, dann sind alle weg. Okay, gut. Okay, egal. Also mit so größeren Programmen scheint es im Moment noch nicht so ganz zu funktionieren, aber okay. Start CMD wieder rein. Okay, gut. Damit hätten wir jetzt einen guten Virus geschrieben. Und also Antivirus ist hier für Firefox ganz schön schwer. Okay. Damit verabschiede ich mich jetzt fürs erste Mal und nicht an anderen Leuten. Also, ciao.